Österreichs U21-Nationalteam muss im EM-Quali-Spiel gegen Armenien am Freitag, 18 Uhr, Ritzing, auf 4 Spieler verzichten. Wie der FB am Donnerstag mitteilt, fehlen Konrad Leimer, Hannes Wolf, Dejan Ljubicic und Sascha Horvat verletzungs- bzw. krankheitsbedingt. Für das Quartett rücken Kelvin Arase, Ivan Ljubic, Julius Erteltaler und Philipp Malischek nach. Die ÖFB U21 will in den EM-Quali-Spielen gegen Armenien und in Gibraltar 11.09. die Chance auf ein Ticket wahren. Die Gregoritsch-Elf liegt nach 6 von 10 absolvierten Spielen mit 12 Punkten auf Rang 3. Serbien 18 und Russland 16 nehmen die vorderen Plätze ein. Österreich ist jedoch weiterhin im Rennen um die Qualifikation für die UEFA U21 Euro 2019 in Italien. Der Gruppensieger ist fix qualifiziert, die 4 besten Zweiten aller 9 Gruppen spielen im Playoff um die 2 letzten Tickets. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Internationale Top-Clubs scouten bei Österreich-Schweden zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment unterstrich Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.